Hallo, guten Tag, mein Name ist Markus Klein und ich möchte hier im Epson Projector Professional Tool mit Ihnen zusammen einen Blick werfen auf Settings und das Edge Blending. Wie Sie sehen, sind wir bereits in der Software drin und haben im Reiter Settings auch das Edge Blending ausgewählt. Und nun haben Sie auch die Möglichkeit, die einzelnen Projektoren hier im unteren Bereich anzuwählen und dementsprechend dann eine Auswahl zu treffen, ob jetzt ein Edge Blending ein- oder ausgeschaltet werden soll. Das sehen Sie sogleich auch in der Projektion direkt neben dem Programmfenster, wie sich ganz konkret dieses dann auch verändert. So. Nun werden Sie bemerken, dass hier jetzt keine sonderlichen Unterschiede sind, ob Sie den rechten oder linken Projektor auswählen. Im Großen und Ganzen bleibt die Auswahlmöglichkeit hier identisch. Dies ändert sich jedoch, wenn Sie beide Projektoren markieren. Sie sehen, dann wird sofort für beide Projektoren zusammen ein Edge Blending angeboten, was dementsprechend auch automatisiert sich überträgt auf beide Geräte bzw. auf alle ausgewählten Geräte. Aber wie nutzen wir diese Funktion jetzt sinnvoll? Wir gehen hierzu zurück in Layout und Monitoring und bilden dementsprechend hier sinnvollerweise erst einmal eine Gruppe, die wir dann Soft Edge nennen. Ist diese Gruppe gebildet, so kann man dementsprechend auch sehr viel einfacher im Edge Blending hier dann auch beide auswählen bzw. selbstverständlich auch die einzelnen Geräte, aber wenn man auf den Rand drauf geht, dann werden auch automatisch beide ausgewählt. Wenn man jetzt das Edge Blending einschaltet und auch dementsprechend die Vorgabe für das Testbild ändert, dann sieht man auch ganz konkret, wie jetzt hier die Projektion sich verändert. Bei uns ist es standardmäßig so, dass wir, wenn nicht der Wert 360 übernommen wird von dem beidseitigen Edge Blending, hier einen Wert von 480 als Default-Wert eingegeben wird. Weiterhin haben wir hier die Möglichkeit, uns noch besondere Hilfslinien einblenden zu lassen. Hier sind die Guidelines, die sehen Sie als sehr dünnen grünen Strich. Und das ist jedoch nur von dem rechten Projektor. Von dem linken Projektor wähle ich dann immer einen roten Strich, weil die Addition von Rot und Grün ist Gelb. Das ist dann sehr gut zu unterscheiden. Und dann kann dementsprechend hier auch noch ein Pattern Guide hinzugefügt werden. Das sind die diagonalen Linien, welche Sie als leichtes rotes Muster jetzt hier sehen, auf dem linken sowie auch auf dem rechten Projektor. Hier kann man selbstverständlich dann die Farbe auch frei wählen. Es ist jetzt hier grün, aber man kann da auch sehr gerne zum Beispiel die Farben wählen, mit der Sie am besten arbeiten können. Das ist es zum Edge Blending, wie man das Edge Blending einschaltet und dementsprechend mit welchen Hilfsmitteln man sich das Edge Blending am besten einrichten kann. Dann gibt es noch einen weiteren Punkt, welcher
sehr wichtig ist für das Edge Blending. Und zwar im Bereich Image kann man die Kurve auch definieren, wie steil diese sein soll, beziehungsweise wie steil das Edge Blending ansteigen soll. Ich habe jetzt vom rechten Projektor die Kurvensteilheit, das heißt, ob es jetzt sich gleichmäßig zu den Rändern verdunkelt oder eher ungleichmäßig in dem Sinne, dass die Kurve eine andere Form hat, verändert, und Sie sehen dann in der Projektion im Bild auch sofort einen Unterschied in dem Edge-Blending-Feld, also in dem Bereich, wo die Überblendung stattfindet. Das ist sehr wichtig zu wissen, dass es hier halt eben auch noch Möglichkeiten gibt, die Kurve bzw. die Steilheit der Überblendung zu verändern, weil man sieht jetzt hier schon sehr deutlich einen Unterschied, dass man jetzt hier einen sehr hellen Übergang hat, beziehungsweise da eine Aufhellung hat, die nicht so schön aussieht, als wie wenn beide Kurven gleichmäßig bzw. hier sehr viel flacher sind. Das war es von meiner Seite vom Edge Blending. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen, hoffe, es hat Ihnen gefallen, wünsche Ihnen noch alles Gute und einen schönen Tag. Bis dahin, auf Wiedersehen.